Hallo zusammen, willkommen zurück zu Farm Together. Wir stehen auf unserer Flachland-Map und ich habe ein bisschen Booster geholt. Ja, in der falschen Hoffnung. Ha, 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 ha. Ich dachte nämlich, dass heute bereits einige Blümchen soweit sind, die ich da außen rum gemacht habe. Dem ist es leider nicht so. Naja, hier sind zwar auch Blümchen, die gut XP geben. Wir sind ja am Leveln. Ja, jetzt geht es ja hier darum eigentlich, dass wir die Farm noch ein bisschen bestücken, ne, mit Dekorationen und Wegen und so. Und natürlich eben versuchen, die Sachen hochzuleveln. Das wäre jetzt eigentlich so meine Priorität. Deswegen würden wir nämlich, und zwar gleich mal, ich werde jetzt hier den Booster nicht aufbrauchen. Eins habe ich vergessen. Werden wir gleich zu der Wassermap mal wieder switchen. Und ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so gespielt. Hat es mir vorgenommen, ne, dass ich so zwischendurch mal kurz auf die Wassermap switche. Da ich es ja versprochen hatte, da, das geht weiter, sobald wir hier einigermaßen so weit sind. Und das bringt ja nichts, ist da zu warten, bis ich Level 250 bin. Und seid hier Ende 2020 hier noch auf der Flachland-Map und schlaft ein. Deswegen werden wir so... uns jetzt wieder ein bisschen auf die Wassermap konzentrieren, was nicht heißt, dass es hier nicht weitergeht, aber ich glaube, es bringt nichts, wenn ich euch hier endlos zeige, wie ich abernten muss und versuche, so krampfhaft wie möglich hier auf Level mindestens mal 200 vielleicht zu kommen. Das wäre doch schon ein Ziel. Level 200, das wäre echt cool. Und darum denke ich, wir switchen und werden so die nächsten Folgen mal... auf der Wassermap weitermachen. Die wolltet ihr auch sehen, als ich die Abstimmung gemacht habe. Denn außer Dekorationen hier wird es nicht mehr viel zu zeigen geben. Also ich werde so zwischendurch, werde ich hier ein Update-Video machen, so wenn wir wieder was neu dekoriert haben, was wirklich bahnbrechend schön ist, natürlich. Ha! Ironie, das war... Das würde ich euch dann zeigen und ansonsten denke ich, dass wir wirklich zu der Wassermap switchen. Ich mache jetzt noch diese Blümchen hier, geben so ein bisschen XP und den Rest kann ich dann später noch abfarmen, hole dann nochmal einen Booster, weil ich habe nicht so viel Booster geholt. Ich war jetzt doch noch auf einer Farm, zwar eine 250er, aber da war mega viel weg. Musste da wieder neu anpflanzen und weiß nicht was und irgendwie... habe ich das Gefühl, ich bin eine Ewigkeit dort gewesen und gebraucht hat es nicht so viel an Booster. Und deswegen möchte ich jetzt eigentlich diese Zeit, die ich hier habe, die knappe, gleich schon in die Wassermap investieren. Denn ich muss mich da auch wieder zurechtfinden. Ich habe doch keinen Plan mehr. Es ist echt lange her. So, genug gequatscht. Wir gehen hier weg. Und dann muss ich gucken, wo sind wir hier? Ich glaube, das war die. Ist die erst 29? Ach du Kacke. Ah. 17.000, sprich 17 Tage war ich nicht mehr da. Prue, schäm dich. Oh, was habe ich getan? Was habe ich getan? Arme Farm, was habe ich getan? Jetzt gibt es nicht mal was zu ernten. Nein, oder? Oh, Blümchen. Okay, wir rauschen durch die Blumen. Fangen wir hinten an. Oh, erstmal Lager leeren. Ja, stimmt. Da habe ich ja hier so einige Stände hingestellt, weil wir da ein Blumenproblem hatten. Das wird jetzt dann nämlich gleich wieder der Fall sein. Also, wir sind knapp vor Level 30. Schauen, wie weit wir kommen mit dem Booster. Und hier habe ich ja schon alles so vorbereitet für die Helfer, wie ich gerade sehe. Wie man das vergisst, das ist ja unglaublich. Aber da werden wir wieder reinkommen. Wir haben ja auf die Tocken gespielt hier, ne? Das, ja, Stufe 30 erreicht. Wir haben doch hinten die Äpfelbäume, wenn ich mich richtig erinnere. Da werden wir gleich dazu kommen, um dann eben an die Tocken zu kommen. Für die, die jetzt das vielleicht nicht so mitgekriegt haben, am Anfang von dieser Staffel haben wir hier ja die Wassermap gespielt. Dann haben wir geswitcht noch zu der Flachland, die ja neu jetzt aufgebaut wurde und ich hoffe jetzt XP-mäßig wirklich sich lohnen wird. Und jetzt switchen wir wieder zurück zu unserer Wassermap. Und bei der Wassermap war es eben so, dass ich auch versucht habe, mal da mit den Apfelbäumen, dann in die Fruchtpresse rein mit den Äpfeln und aus der Fruchtpresse kriegen wir dann
beim Marmeladestand eintoppen. Das war so mein Plan. Es hat ziemlich gut hingehauen, muss ich sagen. Und ich denke, wir haben jetzt auch schon sehr, sehr vieles getestet in dieser Staffel, was Toppen geben kann, was XP geben kann oder eben Geld, weiß nicht was. Klappt doch schon mal ganz gut, sind wir schon wieder voll. Und ich konnte mir auch durch euch, natürlich durch die Besucher bei Farmen von euch, ziemlich viel abgucken. Oder was heißt abschauen, einfach Ideen holen und es ist immer wieder mega spannend. Ich finde das so extrem interessant, die Ideen, die ihr habt. Also wie ihr dann zum Beispiel eben auf Token spielt. Das ist ja wie zum Beispiel auf der, oh Mann, schon wieder voll. Auf der Flachland, wo wir jetzt mit der Gerbera und den Blümchen wirklich eine riesen Fläche angebaut haben. Das wird sich, ich denke jetzt in den nächsten Tagen werde ich da auf jeden Fall nochmal ein Video machen von der Flachland-Map, inwiefern sich das jetzt gelohnt hat. Ich muss jetzt wirklich warten, bis das alles mal so nachwächst, weil die Blumen gehen ja, die einen 7 Tage, Teil 4 Tage. Es dauert jetzt gerade, bis das mal geerntet werden kann. Dann sehe ich auch effektiv den Fortschritt mit dem Booster zusammen natürlich. Ja, also wieder voll. Ich brauche mehr. Können wir jetzt vielleicht einen großen Blumenstand hinstellen? Das wäre die Rettung. Nein. Wann kommt denn der? Stufe 38. Oh Gott. Ich möchte eigentlich nicht so viele mit dem... Vielleicht besser eine Scheune noch. Oder kann ich da hinten nochmal verkaufen? Hier. Sind zwar gleich durch, ne? Sollte jetzt reichen. Nun waren wir sehr erpicht hier, genau, auf die, eben auf die Bäume. Und vor allen Dingen die Äpfelbäume oder einfach die Bäume, die uns Äpfel geben, zum Verkaufen. Hier habe ich es angeordnet, wie ihr sehen könnt. Ich mag mich langsam wieder erinnern. Von jeder Sorte so eine Reihe. Und da soll ja dann, da wo ein bisschen Feld gegraben ist, da ist dann Platz für den Helfer, der uns die Arbeit dann abnehmen soll. Und ich bin jetzt gerade am Überlegen, jetzt haben wir 42 Token. Für was ich die gespart habe. Ob wir da noch einen Helfer wollen? Wir haben da Tiere doch auch noch. Voll. Juhu. Ja, das habe ich genau. Da hat das Geld gefehlt, die Reihen ganz nach vorne zu ziehen. Stimmt. Und dann schauen wir noch, was die nächste Erweiterung kostet an Diamanten. Da wird es auch genug, weil sonst würde ich gerne mal vielleicht ein, zwei Scheunen hinstellen. Die Scheunen sind ja ziemlich teuer. Ich glaube, 250 Dias kostet eine Scheune, aber wenn ich da 1000 Mal hin und her rennen muss, um zu verkaufen, weil ich nicht ernten kann, ist auch blöd. Auf der Flachland-Map habe ich jetzt so ein bisschen wenig Bäume. Jetzt bin ich gerade echt froh, dass ich das hier auch so gemacht habe. Ne? Dass da wirklich nur eine Reihe ist. Weil ich denke, also von den XP her natürlich. Ich spreche jetzt von den XP her. Lohnen sich natürlich die Bäume nicht. Können wir hier noch was ernten? Dann müssen wir fischen. Auch noch. Oh, oh. Alles mit dem Booster. Schnell, schnell, schnell. Ach, nee. Auch hier schon. Aber wir können, Moment, wir können noch den großen Fisch stand. Wie viele Lager haben wir denn? Ein Fisch. Doch, wir hätten genug Lager. Mann, Lagerplatz. Jetzt werden wir uns nämlich diesen Fischstand leisten. Wir haben ja genug Platz. Also die Erweiterung von der Map ist ja nicht jetzt mega wichtig.
So. Und den kleinen mache ich jetzt weg. So. Jetzt können wir hier weiter fischen. Kugelfisch ist da noch 3 Stück. Für die eine Quest sehe ich. Es ist schade, haben wir die Felder noch nicht. Nicht genau gedacht. Wann habe ich denn die abgeerntet? Wahrscheinlich habe ich die Farm offen gelassen und jemand kam dann ernten und ich habe dann nicht mehr geschaut. Weil sonst mache ich schon, dass die immer gleich wieder bepflanzt sind. Das wäre jetzt cool gewesen. Und hier ist unser Apfelbaumfeld. Helfer ist auch im Schlafen, der Pause, der wurde nicht bezahlt, er streikt. Zu Recht. Aber jetzt mit dem Boost ist es eh gerade besser, wenn ich das ernte. Geht nämlich schön zwei raus. Genau, und da haben wir, hier waren ja noch die Tierrange, kam hier rein. Genau, ich erinnere mich. Damit die gefüttert werden. Geldmäßig sieht es nicht schlecht aus. Voll. Mist. Wie lang? 1 Minute. Oh. Ach Mann, wo waren denn die blöden Tiere? Ja. Ja, das habe ich tatsächlich auch so eigentlich angelegt wie auf der Flachland. Ne? Nicht so mega viele davon. Oh. Ich bezahle die Helfer absichtlich jetzt nicht, weil jetzt füttere ich gerade von Hand noch. Wegen dem Booster eben, weil das gibt ja nicht doppelt XP, wenn er mir das erntet. Deswegen zahle ich den nicht. Das wäre jetzt gerade. Können wir ein bisschen Zeit rausholen. Weil so viele Tickets haben wir ja nicht. Aber die könnten auch testen. Ne, 1 Stunde geht das noch. 9 Minuten. Hier oben. Ist echt alles leer. Auch angefangen für einen Helfer. Jetzt können wir hier nämlich schnell schauen. Beeilen müssen wir uns theoretisch nicht mehr, weil was kostet 2500? Hätte ich eigentlich genug. Wieso habe ich denn das nicht gekauft? Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Oh. Lila Karotte, da muss ich, die sind teuer. Da muss ich jetzt gucken. 25 haben wir. Die gehen ja schnell, ne? Das Geld haben wir gleich wieder drin. Ich mache 2 rein. Aber die sind ziemlich, ziemlich teuer. Seht ihr jetzt ja, wie das darunter zählt. Weil ich würde natürlich gerne noch vielleicht ein bisschen mehr Tiere noch kaufen dann. Aber erstmal, wie ich euch immer wieder sage, bitte macht die Felder fertig. Dich brauchen wir noch für eine Quest. Du bist übrigens nicht teuer. Sonst noch. Ich muss mich echt orientieren jetzt gerade hier. Und wir kriegen Zocken. Was hatte ich denn geplant? Ich weiß es nicht mehr.
wichtig ist ja bei mir, also ich schaue oft drauf, dass eigentlich die Farm immer läuft, ne? Dass das immer irgendwie zum Beispiel durch die Helfer oder so, dass ich die off, online lassen kann und irgendwie einfach was immer geht. Das gibt uns kochen Fisch. Hier möchte ich ja unbedingt die Lieder freispielen, dass wir auch auf Tocken spielen können. Das ist auch immer so ein Punkt, wo manchmal ein bisschen vergessen geht. Wir können tatsächlich musizieren und malen, um dann schlussendlich aus einem verkauften Bild einen Tocken zu kriegen. Deswegen muss man vorgängig halt die Stücke leveln. Wir brauchen ein bestimmtes Level, damit es das nächste freispielt. Das seht ihr auch immer unten. Welches Lied, welches Level haben muss fürs nächste Musikstück. Jetzt haben wir schon wieder. Jetzt muss ich mal gucken wegen dem Kohl. Mandelbaum, da haben wir 13, das wird dann irgendwie mal klappen. Schnapperfisch nur 2 und brauchen 20. Oh Gott, Kohl 72, da fehlt gerade knapp was. Wo ist denn das? Ach so, das ist das, was ich angepflanzt habe. Schaf. Das wird auch bald soweit sein. Okay. Ich mache jetzt hier noch eine Reihe Kohlen. Oder, ach komm, wir machen das ganze Feld. Dann ist das auch gleichzeitig fertig. Ich habe noch einige Felder. Viel zu viele. Vielleicht nehme ich jetzt dann auch gleich den Booster nochmal rüber auf die Flachland-Map, weil jetzt hier außer anpflanzen kann ich nichts. Dann machen wir hier Pilze. Ich schaue auch immer so, dass ich so solche Sachen habe, zum Beispiel zum Kochen dann. Damit ich die Sachen leveln kann. Querbeet ein, also querfeld ein eigentlich, so mit anpflanzen. Wenn ich weiß, ich länger online bin, mache ich nicht gerade Sachen, die 12 oder weiß nicht wie lange. 12 Stunden oder 2-3 Tage dauern, damit ich das wirklich dann fix nochmal abernten kann. Oh, sind da die Tiere auch soweit? Was machen wir noch hin? Ich mache hier nur ein bisschen Weizen, eben auch zum Kochen. So eine Reihe, der geht ja ziemlich lange, aber den gieße ich jetzt. Und hier machen wir Karottos. Bringen im Moment nicht so viel, aber... Wir sind pleite. Ach du Scheiße, ich habe nicht geguckt. Wie viel hatten wir? Über 100.000 auf jeden Fall. Nicht genug Geld. Ah ja, die geben mir nur Dias. Och nö. Wir sind pleite. Alles klar. Ich habe nicht geschaut. Wirklich nicht geschaut. Mein Fehler. Waren natürlich die Karotten. Die lila Karotten waren mega teuer. Boah, zum Glück habe ich noch die Helfer nicht bezahlt. Dann wären wir noch schneller pleite gegangen. Ja, okay, jetzt heißt halt abwarten. Ich werde wahrscheinlich den restlichen 10 Minuten Booster kurz noch auf der Flachland-Map ausnutzen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Farm Together. Bis dann. Tschüss.